Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch hier in der Tartalian-Kluft, wo wir immer noch, ja, mit dem Miasma zu kämpfen haben und ich mache erstmal ein paar Level-Ups, weil ich es kann. Weil ich jetzt WPs habe, genau. Und wir nehmen erstmal die. Katsching! Klassische Verschiebung. Geisterverschiebung von Geisterart braucht 50% der normalen TP kosten. Du brauchst genug TP für die ursprünglichen Kosten. Okay. Warum habe ich das jetzt erst gesehen? Boah. Egal. Ich habe mir nur so ein Gericht reingeballert, was wir letztes Mal gefunden haben. Ein Portefeuille. Falls es so richtig ausgesprochen ist. Und das bewirkt, dass wir 30% mehr Galt und 30% mehr Erfahrung bekommst. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Deswegen habe ich das genommen. Ja, macht Sinn, ne? Mhm. Und ich bin unentschlossen, was ich jetzt hier nehmen soll. Ich glaube, ja, nehmen wir das. So, ich muss erstmal das nehmen. Juhey! Und hast du auch welche? Ja, du hast auch. Mein Gott, warum haben denn einige diese Anfangsdinger nicht? Günstige Gelegenheit, da brauchen wir doch, Mann. Weiß ich nicht. Vielleicht Dirigent 3. Kann ich das geben? Kann ich dir das geben? Wo ist es denn? Wo ist das hier? Ach, warte mal. Bis wir FP haben. Okay. Muss jetzt mal gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Kann schon mal passieren. Ist schon mal passiert. Ja. Was habe ich bekommen? Verzauberte Dornen. Und dann kann ich mich daran stechen und dann werde ich im ewigen Schlaf fallen, ne? So. Eine blaue Sephira, die beim Kampf verhalten eine Galtmenge um das Zweifache dieses seltene blaue Statue bringt Glück. Habe ich doch, glaube ich, schon. Meint ihr eigentlich, warum ich so viel Geld habe im Moment? Du bist ein Ausrufezeichen Gegner, komm her. Gibt es Ruhm und Ehre. Ich habe immer noch vergessen, Mila am Anfang zu nehmen. Gib mir auf! So, zack. Ich habe natürlich den Knopf gedrückt, wo nicht. Ah. Zack. Und zack. Verdammt, ich habe genau den Knopf gedrückt, der abgebrochen ist. Sonst hätte ich voll die riesige Combo gemacht. Au. Jude, hilf mir. Ich möchte nicht schon wieder aus irgendwelchen Gründen sofort sterben. Aua. Dann komme ich mit vollen AP in den Kampf und dann bin ich auf einmal tot aus unempfindlichen Gründen. Und aua. Hilf mir hoch. Danke. Genau. Blitz. Muss ich dann denken. Verdammt. Vermasselt. Boah, riesige Treffer. 20, um genau zu sein. Und schon wieder, ja, Portefeuille, verdammt, hätte ich mal anlassen sollen. Gelehrter für seltene Monster. Yay! Okay, hier bin ich aber falsch, sehe ich gerade. Ich muss noch das Ding kaputt mauen. Ich wollte jetzt machen sagen und dann hauen. Dann kam mauen. Macht Sinn, ne? Jedenfalls. Hier. Das aufleveln. Boah, das wird nur sehr lange dauern. Und das ja noch. Dann hast du wieder zwei Dinger dazu. Gesundheitsschritt und KP. Ersatzbank KP. Ja, Stärke. Braucht Elisa auf jeden Fall. Oder das kann sie nicht kämpfen. Das ist voll notwendig für sie. Ja, kann man da noch weiter hoch? Ich wollte nur gucken. Flüchtet.
Du auch tot. Er geht in die andere Richtung. So, Mila hier. Wo ich es diesmal wieder vergesse. Geh weg. Und jetzt wieder normale Kampfthema dann? Nee, normalerweise immer die am höchsten platzierte Einheit. Deren Kampfthema kommt dann, ne? Glaube ich. War auf jeden Fall ein Tate of Grace so. F meine ich natürlich. Wo ist das Ziegel jetzt? Das ist hier die Frage. Nein. Da? Nö. Doch, da, hi. Warum ist eine Truhe, hallo? Ja, wie soll ich denn hier hochkommen? Ich hab's doch schon versucht, letztes Mal. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ich bin verwirrt. Ach, boah. Ey. Gibt's doch nicht. Wie konnte denn so offensichtlicher Weg denn nur so versteckt sein? So, hier kann ich runter, ne? Drachenasche. Geil. Okay, dann springen. Punkt genau. Ha. Ja, die Kameraperspektive, ne? Die sagt mir nie, dass ich punktgenau lande. Dabei bin ich punktgenau gelandet. Das ist offensichtlich. So, durch die nächste Tür. Da können wir nicht durch, verdammt. Würde ich mich so durchschlängeln, das wäre voll geil gewesen. Da. Nee, da. Na oben, glaube ich. Entschuldige meinen Orientierungssinn, aber das müssten ja einige schon gewohnt sein. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja, genau. Meine Rede. Boah, kam ein bisschen zu spät. War eine peinliche Stille dazwischen. So, nee, hier komme ich doch wieder hoch, ne? Nö. Hier komme ich in die Tiefen. Okay. Hier ist ein Speicherpunkt. Juhei. Omega Elix hier, das ist schon so verdächtig. Mal strecken. Wenn jetzt ein Bosskampf oder so, Bosskampf kommt und so, dann weiß ich nicht. Könnte ich den vielleicht noch schaffen. Na klar. Ja, das sieht nach einem Boss aus. Das ist wohl die Quelle des Miasmas. Well, hey, wir haben es geschafft, und zwar von der gruseligen Sorte. Was? Was geht da unten vor? Was geht da unten vor? Ist das nicht einer dieser... Hier habt ihr die Fragen für später. Unsere Windmauer wird nicht mehr lange halten. Dranzort. Okay. Oh, ey, hörst du auf. Nicht witzig. Okay, warte nur, bis unsere Dingens voll ist. Oh, du bist anfällig gegen Wind. Zack, 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 zack. Aua. Dann setzt du mal hier aufsteigender Wind ein. Aua. Aua. Hilf mir auf. Danke. Aua. Aua. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich hab gesagt, jetzt reicht's. Alter. Jetzt reicht's. Und zack. Und zack. Und zack. Das hat nichts gebracht. Verdammt. Wer war Wind gewesen? Hat was gebracht. So, dann komm mal her. Ach, der war gar nicht.
So. Oh nein. Ja, Mila, du setzt mal Tank des Lebens ein. Auf Elise, natürlich. Oh nein, nicht da, nicht da. Und das tat schon wieder richtig weh. Irgendwie machen wir ein wenig Schaden gegen das Viech. Aua. Komm, guck ich mal weg. Sterben sie alle. So, ein Rowan. Oh Gott, Leia. Irgendwie werden wir voll fertig gemacht in letzter Zeit. Au, ist doch gut. Nein. Alter. Au. Der Viecher hat erst 20.000 verloren. Wir machen jetzt voll viel Schaden. Das hat am Anfang nicht so viel Schaden gemacht. Boah, leck mich am. Oh, au. Was macht denn das Viecher auf einmal so viel Schaden? Ich bin mit niemandem verbunden. Was soll das? Jawohl. Und aua. Alter! Was macht das Viech so viel Schaden? Au. Okay, du hast was gegen mich. Kann das sein? Ich komme hier nicht zum Angreifen. Spam, spam, spam. Was mache ich eigentlich hier? Ich habe doch die 4. Nein, das war nicht der richtige. Oh mein Gott. Und ich wurde so wieder belebt. Danke. Und Final Gale. Ey, ich fasse einfach nicht. Warum zieht das Viech so viel ab auf einmal? Lief doch nicht so schlecht am Anfang. Jetzt kriegen wir dauerhaft Schaden. Ich verstehe nicht. Aua. Ach komm schon. Hör auf damit. Wie einfach den Angriff abbricht. Da, wieso setzt er ihn? Ich verstehe bis heute nicht, warum der den Angriff einfach abbricht. So, komm. Jetzt mal nochmal Tornado ein. Bitte nicht abbrechen. Ach, Mann. Ah, du willst mich doch verarschen. So. Und jetzt wieder Dingens. Zack. Jetzt das hier. Das bringt überhaupt nichts. Mann, ich treffe ihn nicht. Komm noch mal her. Ey, er war natürlich richtig super jetzt. Ja. Und zack. Tornado-Klinge. Viel Wind müssen wir einsetzen, Mann. Vielleicht ist der Pass sowieso vorbei. Aua. Ah. Na komm. Darf doch einfach nicht wahr sein. Na, das zieht viel ab. Was soll ich das vielleicht auf da einsetzen? So, komm her. Endsturm. Aber den Rest des Kampfes machen wir im nächsten Part. Ah, super. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.